Halt um ein ganz bestimmtes Thema. Nämlich, wie man schneller levelt. Man kann am besten leveln mit Quick E-Märkte, denke ich mal. Ja, das wird nur ein kurzes Infovideo sein, weil manche von euch meinen vielleicht, nein, nicht, hat noch keiner gesagt, aber doch in meinem Livestream hat einer was gesagt. It's a Hacker, oder? Den will ich mal einfach mal aufklären. Wie man so schneller levelt. Weil ich bin ja schon fast auf Level 400. Da wollte ich einfach mal ein Infovideo geben, wie man schneller levelt. Dann fangen wir gleich an, wenn das mal laden würde. Aber naja, man kennt es ja. Haben wir stürzt heute nicht wieder ab. Also, wie ihr schneller levelt, ist einfach so Quickie-Märkte kaufen. Ja. Aber vorher den XP-Beschleuniger anwerfen. Einen Ruck geben und einen anwerfen. Ja, heute ist es schon öfters abgestürzt. Ja. Ich weiß nicht, woran das liegt. Beim Livestream auch schon sehr oft. Und eigentlich wollte ich heute jetzt das Video ohne Abstürze aufnehmen. Weil es nimmt halt schon wieder Zeit mit. Am besten könnt ihr leveln unter den Events. Weil da müsst ihr ja eh jede 4 Stunden reinschauen. Und wenn ihr dann gleich die Eventsachen macht, dann könnt ihr halt noch schnell das abklicken. Also da kauft ihr euch dann das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Wenn ihr dir 10 Tage das kauft, kosten zwar 25 Donuts, aber man bekommt immer wieder, man kommt die locker zurück und sogar noch mehr. Also da baut ihr einfach die Quickie-Märkte hier immer wieder auf. Das zeige ich euch, wie ich das immer wieder mache. Und dann klickt das ja einfach so ab. Ich mache das mal so tick 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 tick. Tipp tipp, hurra! Und da seht ihr schon, das war die erste Stufe. Und hier ist die zweite Stufe. Und ihr seht selber, wie viel das bringt. Und dann, das ist ganz wichtig, das kostet viel zu viel. Müsst ihr hier, ja? Können müsst ihr hier wieder alle verkaufen, dann kriegt ihr noch mal 16.000 Geld wieder zurück und dann kauft ihr euch am besten einfach noch mal die Quick E-Märkte hier. Ich stelle die immer dahin, weil dann kann sie den einen Zug da abernten und meistens will dann nach links hüpfen, aber ich will nach rechts. Und der checkt das halt manchmal nicht. Und jetzt dann aber, jetzt geht's dann aber wieder. Kann man schon richtig. Also ich kaufe es immer bis es so viel. Und jetzt höre ich dann auf. Danach kostet das nicht zu viel. Und dann könnt ihr halt das wieder abernten. Wichtig ist, damit es weniger kostet, wenn ihr zum Beispiel 5 Quickie-Märkte oder 10 Quickie-Märkte in eurer Stadt habt, einen müsst ihr haben. Weil da kriegt man Abo. Aber wenn zum Beispiel hier ein Quick E-Markt steht, den schauen, dass er den auch verkauft. Weil je mehr Quick E-Märkte ihr in eurer Stadt habt, desto mehr kosten dann die nachfolgenden Quick E-Märkte. Deswegen ist es sinnvoll, wenn man die vorher auch verkauft. Ja, sehr sinnvoll. Also die XP-Beschleuniger kriegt ihr dann immer 1,5 Stufen. Wer ganz schnell, die zum Beispiel 1 Milliarde Geld haben oder so, die schon von Anfang an spielen. Und denen das viel zu langsam geht, können sich auch, was ich aber nicht mache, weil das ist pure Geldverschwendung, weil da kriegt man fürs Geld viel weniger Level. Einfach dann die, aber das bitte nicht machen, die nicht 1 Milliarde Geld haben. Und mit dem Geld nichts mehr anfangen wollen, einfach dann hier Blutmobile kaufen. Also nicht machen, weil das ist pure Geldverschwendung. Einfach dann hier kaufen und dann kriegt ihr auch viel XP. Aber die mit den Quick E-Märkten jetzt viel besser, brauchen viel weniger Geld und kriegt man viel mehr Stufen. Und das läuft alles darauf hinaus, damit er dann irgendwann mal Stufe 939 erreicht. Und da kriegt man nicht nur ein Donut für jede Stufe, sondern da kriegt man dann gleich
Da braucht man zwar doppelt so viel, also 1 Million XP, aber da kann man sich dann Donutboxen so aussuchen. Entweder ein, zwei oder drei Donuts. Ja, das kann man eigentlich schon machen. Ja, ich kaufe mir dann immer bei den Donutboxen einmal rein, das ist super Maggie. Weil ich muss ja auch auf mein Geld sparen, ja. Habe ja nur 4 Millionen. So kann man eigentlich schon leveln, aber für Anfänger bei Stufe 40 oder so ist es halt noch nicht so gut. Erst wenn sie halt keine Questlein mehr machen müssen und gute Landerweiterung haben, dann können sie das machen. Also erstmal ein bisschen Geld davor ansparen. Weil also ich mache da Plus. Ich krieg Donuts und ich krieg mehr Geld, als ich ausgebe. Also lohnt sich das für mich auf jeden Fall. Ich krieg halt da nicht so viel Geld, dann kann ich nicht so viele Landerweiterungen kaufen. Aber in allen lohnt sich das. Wenn man mit den Leveln aufsteigt. Ja, eigentlich schon. Also. Und auf die Prozente hier. Wenn da zum Beispiel in euren Lager noch Sachen, wo Prozente drin sind, dann einfach die irgendwo hinten hinterm Haus verstecken, wenn sie euch nicht gefallen, oder einfach aufstellen. Prozente ist für Geld auch wichtig, weil da kriegt ihr dann mehr Geld. Statt 2000 kriege ich jetzt halt dann schon 4500 Geld. Oder statt zum Beispiel 2000 XP kriege ich 4500 XP. Also das lohnt sich dann nochmal. Und dann, wenn man das nochmal 5 nimmt, ja, dann ist es eindeutig mehr. Deswegen schaut immer auf eure Prozente und Sterne. Ja, immer auf eure Sterne schauen, dass ihr 5 habt. Also, dann würde ich mal sagen, war es das von mir für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal. Den schauen, dass er den auch verkauft. Weil je mehr Quick-E-Märkte ihr in eurer Stadt habt, desto mehr kosten dann die nachfolgenden Quick-E-Märkte. Deswegen ist es sinnvoll, wenn man die vorher auch verkauft. Ja, sehr sinnvoll. Also der XP-Beschleuniger kriegt ja dann immer 1,5 Stufen. Wer ganz schnell, die zum Beispiel 1 Milliarde Geld haben oder so, die schon von Anfang an spielen, und denen das viel zu langsam geht, können sich auch, was ich aber nicht mache, weil das ist pure Geldverschwendung, weil da kriegt man fürs Geld viel weniger Level. Einfach dann die, aber das bitte nicht machen, die nicht 1 Milliarde Geld haben und mit dem Geld nichts mehr anfangen wollen. Einfach dann hier Blutmobile kaufen. Also nicht machen, weil das ist pure Geldverschwendung. Einfach dann hier kaufen und dann kriegt sie auch viel XP. Aber die mit den Quick-E-Märkten geht's viel besser, brauchen viel weniger Geld und kriegt man viel mehr Stufen. Und das läuft alles darauf hinaus, damit sie dann irgendwann mal Stufe 939 erreicht. Und da kriegt man nicht nur ein Donut für jede Stufe, sondern da kriegt man dann gleich, da braucht man zwar doppelt so viel, also 1 Million XP, aber da kann man sich dann Donutboxen so aussuchen. Entweder ein, zwei oder drei Donuts. Ja, das kann man eigentlich schon machen. Ja, ich kaufe mir dann immer bei den Donutboxen einmal rein. Das ist super Maggie. Weil ich muss ja auch auf mein Geld sparen, ja. Habe ja nur 4 Millionen. So kann man eigentlich schon leveln. Aber für Anfänger bei Stufe 40 oder so ist es halt noch nicht so gut. Erst wenn sie halt keine Questlein mehr machen müssen und gute Landerweiterung haben, dann können sie das machen. Also erstmal ein bisschen Geld davor ansparen. Weil also ich mache da Plus. Ich krieg Donuts und ich krieg mehr Geld, als ich ausgebe. Also lohnt sich das für mich auf jeden Fall. Ich krieg halt da nicht so viel Geld, dann kann ich nicht so viele Landerweiterungen kaufen. Aber in allen lohnt sich das. Wenn man mit den Leveln aufsteigt. Ja, eigentlich schon. Also. Und auf die Prozente hier. Wenn da zum Beispiel in euren Lager noch Sachen, wo Prozente drin sind, dann einfach die irgendwo hinten hinterm Haus verstecken, wenn sie euch nicht gefallen, oder einfach aufstellen. Prozente ist für Geld auch wichtig, weil da kriegt ihr dann mehr Geld. Statt 2000 kriege ich jetzt halt dann schon 4500 Geld. Oder statt zum Beispiel 2000 XP kriege ich 4500 XP. Also das lohnt sich dann nochmal. Und dann, wenn man das nochmal 5 nimmt, ja, dann ist es eindeutig.
bis es so viel. Und jetzt höre ich dann auf. Danach kostet es mich zu viel. Und dann könnt ihr halt es wieder abernten. Wichtig ist, damit es weniger kostet, wenn ihr zum Beispiel 5 Quickie-Märkte oder 10 Quickie-Märkte in eurer Stadt habt. Einen müsst ihr haben, weil da kriegt man Abo. Aber wenn zum Beispiel hier ein Quickie-Markt steht, den schauen, dass er den aufverkauft. Weil je mehr Quickie-Märkte ihr in eurer Stadt habt, desto mehr kosten dann die nachfolgenden Quickie-Märkte. Deswegen ist es sinnvoll, wenn man die vorher aufverkauft. Ja, sehr sinnvoll. Also der XP-Beschleuniger kriegt ja dann immer 1,5 Stufen. Wer ganz schnell, die zum Beispiel 1 Milliarde Geld haben oder so, die schon von Anfang an spielen, und denen das viel zu langsam geht, können sich auch, was ich aber nicht mache, weil das ist pure Geldverschwendung, weil da kriegt man fürs Geld viel weniger Level. Einfach dann die, aber das bitte nicht machen, die nicht 1 Milliarde Geld haben und mit dem Geld nichts mehr anfangen wollen. Einfach dann hier Blutmobile kaufen. Also nicht machen, weil das ist pure Geldverschwendung. Einfach dann hier kaufen und dann kriegt ihr auch viel XP. Aber die mit den Quick-E-Märkten jetzt viel besser, brauchen viel weniger Geld und kriegt man viel mehr Stufen. Und es läuft alles darauf hinaus, damit er dann irgendwann mal Stufe 939 erreicht. Und da kriegt man nicht nur 1 Donut für jede Stufe, sondern da kriegt man dann gleich, da braucht man zwar doppelt so viel, also 1 Million XP, aber da kann man sich dann Donut-Boxen so aussuchen, entweder 1, 2 oder 3 Donuts. Ja, das kann man eigentlich schon machen. Ja, ich kaufe mir dann immer bei den Donutboxen einmal rein. Das ist super, Maggie. Weil ich muss ja auch auf mein Geld sparen, ja. Habe ja nur 4 Millionen. So kann man eigentlich schon leveln. Aber für Anfänger bei Stufe 40 oder so ist es halt noch nicht so gut. Erst wenn sie halt keine Questline mehr machen müssen und gute Landerweiterung haben, dann können sie das machen. Also erstmal ein bisschen Geld davor ansparen. Weil also ich mach da plus. Ich krieg Donuts und ich krieg mehr Geld, als ich ausgebe. Also lohnt sich das für mich auf jeden Fall. Ich krieg halt da nicht so viel Geld, dann kann ich nicht so viele Landerweiterungen kaufen. Aber in allen lohnt sich das. Wenn man mit den Leveln aufsteigt. Ja, eigentlich schon. Also. Und auf die Prozente hier. Wenn ihr zum Beispiel in euren Lager noch Sachen, wo Prozente drin sind, dann einfach die irgendwo hinten